Nächster Redner, Herr Abgeordneter Christian Oksunitsch. Ich gebe Ihnen das Abstimmungs-. Die Kollegin kommt zu Ihnen. Bundesminister, ich bin ja davon ein bisschen ausgegangen, es wird heute meine erste Rede sein, wo man mir die Redezeit nicht ausschöpft, denn es ist ja doch eine sehr breite Einigkeit im Sinne dieser Einrichtung gewesen. Es hat eine sehr große Zustimmung hier im Plenum gegeben und es ist, glaube ich, uns allen klar, welche Bedeutung die österreichische Verfassung hat. Gerade in den letzten Jahren hat sich ja gezeigt, wie krisenfest diese Verfassung gewesen ist, in sehr, sehr schwierigen Situationen, wo nachher auch Entscheidungen klargestellt werden konnten, revidiert werden mussten letztendlich. Aber immer wieder diese Verfassung es war, die den Rechtsrahmen für diese Republik eigentlich gebildet hat. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, dass hier tatsächlich, und wir haben ja vor wenigen Jahren dieses 100-jährige Jubiläum gefeiert, hier tatsächlich ein sehr gutes und brauchbares Instrumentarium für die Republik Österreich geschaffen wurde. Natürlich, und es ist darauf hingewiesen worden, entwickeln sich Rechtssysteme auch weiter, entwickelt sich auch gesellschaftliches Bewusstsein weiter. Und gerade auch hier war die österreichische Verfassung eine wesentliche Grundlage, darauf auch immer wieder zu reagieren. Und wenn der Kollege Gerstl hier Beispiele angeführt hat, dann muss man dazu sagen, der Verfassungsgerichtshof wird in der Regel dann veranlasst, Urteile zu sprechen, Einschätzungen abzugeben, wenn er mit einem entsprechenden Gesetzesmaterie bzw. wenn er mit einem bestimmten Sachverhalt auch konfrontiert wird. Das war beim ORF-Gesetz jetzt so der Fall, davor war es halt nicht der Fall. Das hat ja nichts damit zu tun, dass hier etwas seit 20 Jahren besteht. Die Frage ist, gibt es den Zeitpunkt X, wo wer sagt, das sollte man eigentlich hinterfragen? Und daher halte ich es für grundsätzlich richtig und notwendig, auch sich klar dazu zu bekennen, dass wenn der Verfassungsgerichtshof Urteile spricht, dass die letztendlich eine wesentliche Grundlage auch für unser politisches Handeln darstellen sollen. Natürlich kann man auch darüber nachdenken, wie es der Kollege Gerstl gesagt hat, aber ich glaube, es ist grundsätzlich einmal so und eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung für unser Zusammenleben, dass man diese Rechtsprechung respektiert, dass sie eine wesentliche Grundlage ist und vor allem auch die Justiz in Österreich respektiert. Dass hierfür auch geworben werden muss, dass hierfür auch immer wieder es notwendig ist, der österreichischen Bevölkerung diese Bedeutung klarzumachen, dafür ist diese Stiftung da. Und ich glaube weiterhin, dass es eine gute Einrichtung ist, eine wichtige Einrichtung. Und daher begrüßen wir diese gemeinsame Initiative und begrüßen vor allem auch die vielfältigen Bemühungen, dass diese Verfassung im österreichischen Bewusstsein nachdrücklich verankert wird. Dankeschön.